Pharao Pyramiden, mein Tagebuch im Jahre 7552 vor Christus von Seltsam Kenzi Alter de Seltsam Kenzi Video. Heute ist der 28. April des Jahres 7552 vor Christus und ich bin hier in der Ortschaft Baya ganz im Westen des Staatenbundes von Mesopotamien. Dieser Ort Baya wird von sogenannten Aussteigern bewohnt, die ihr Leben so gestalten wollen, wie es bereits vor 20.000 Jahren, also etwa vor 22.000 Jahren vor Christus, gewesen ist. Wir leben wir heute im Jahre 7552 vor Christus in allem Überfluss, fast niemand braucht mehr zu arbeiten, vom Staat bekommt in jedem Land fast jeder ein sogenanntes Lebensgeld, damit er davon leben kann. Natürlich langweilen sich auch sehr viele Leute, weil sie eben eine Beschäftigung brauchen, aber wir leben derzeit, ganz besonders heute im Jahre 7552 vor Christus, in einer hochtechnisierten Welt, in der eigentlich Arbeit schon fast überflüssig geworden ist. In dieser Höhlensiedlung Baya wohnen etwa 600 Aussteiger, die ihr Leben ganz nach dem Leben gestalten wollen, wie es bereits vor 20.000 Jahren war, sehr einfach und mit einfachen Mitteln. Die Fläche dieses Aussteigerstädtchens beträgt etwa 1,5 ha, und man hat ihm Häuser so gebaut, wie man sie vor 20.000 Jahren bereits gebaut hatte, in einer Dicke von etwa 4 Meter Dicke der Mauer. Die Wände der Häuser sind exakt mit alten Bemalung bemalt, wie man es hier an gleicher Stelle ebenfalls vor etwa 20.000 Jahren gehabt hatte. Die Aussteiger hier wollen keine Hierarchie, und sie verstehen sich als völlig unabhängige Stadt, also quasi wie ein eigenes Königreich, obwohl man keinen König hat. Man steht hoch über einem Felsen, auf den man diese Stadt gebaut hat, und man hat um den Felsen herum alle Steine weggeschlagen, so dass es von außen aussieht wie eine Trutzburg. Die Bewohner hier wollen es auch so machen wie vor 20.000 Jahren, wo alles noch sehr einfach war, und man will als Selbstversorger von dem Leben, was man selbst erwirtschaften und erarbeiten kann, sogar Tiere, für die Fleischversorgung, will man selber fangen, weil man eben genauso leben will, wie vor 20.000 Jahren. Als Urlaubsfläche benutzt man den naheliegenden Jordan, ansonsten haben diese Aussteiger hier die Absicht, ein ganz eigenständiges Leben und ohne die zivilisierte Welt ringsherum zu leben. Bei den Leuten handelt es sich überwiegend um Leute im Alter zwischen 60 und 120 Jahren alt, also mittleren Alters, die eben keine Freaks sind, sondern das Luxusleben, welches wir jetzt auf der Welt schon seit mindestens 300 Jahren führen, einfach leid sind, und sie wollen zurück zu den Wurzeln, und so wieder leben, wie in den Anfängen vor 20.000 Jahren.